Hallo liebe Filmfreunde, liebe 3D-Fans, willkommen hier bei 3D-Ray. Ja, die Sommerpause ist jetzt vorbei, ich bin wieder zurück und ja, ich habe mir direkt mal, ich glaube, den neuesten 3D-Film, den es zurzeit gibt, gleich mal geschnappt. Ich rede natürlich von Captain Marvel, der hier in diesem wunderbaren Steelbook kommt, gefällt mir sehr gut. Mit dem Titel vorne drauf würde mir das noch besser gefallen, aber okay, Geschmackssache. Der Film ist hier gerade zu Ende gegangen und Marvel-typisch hat das hier wieder richtig viel Spaß gemacht in 3D. Wenn auch nicht ganz so spektakulär wie bei den anderen Filmen zuletzt, trotzdem immer noch sehr gut. Was ich damit sagen will, wir haben hier diese typischen IMAX-Szenen, die immer mal wieder auftauchen, sprich wir haben dann Vollbild, also wenn ihr mit Maskierung arbeitet, oder Fernseher mit Overscan betreibt, dann achtet da drauf. Jedenfalls in diesen Szenen gibt es normalerweise richtig tolles 3D. Ich finde, das ist hier ein bisschen verhaltener diesmal, wobei ich sagen muss, die Tiefe wirklich immer noch sehr beeindruckend ist. Es kommen auch wirklich schöne Pop-Out-Effekte, aber es ist nicht mehr ganz so spektakulär wie bei den anderen Teilen. Aber ich spreche hier immer noch auf höchstem Niveau über die Pop-Out-Effekte. Denn das macht nach wie vor wirklich richtig viel Spaß. Ja, ansonsten auch so, ohne IMAX-Szenen sieht das Ganze wirklich sehr gut aus, sehr plastisch das Ganze. Wir haben wirklich schöne Tiefe in diesem Film, hier und da wirklich schöne Staffelung. Wirklich was rauskommt, tut es dann allerdings nicht, wenn wir keine IMAX-Szenen haben. Zumindest ist mir jetzt nicht wirklich groß was aufgefallen. Ab und zu vielleicht mal eine Waffe oder was. Aber ansonsten ist das doch sehr dezent. Trotzdem unterm Strich eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung in 3D, wenn ihr den Film noch nicht habt. Unbedingt mit ins gut sortierte 3D-Regal. Ja, das war's von mir aus hier. Bis demnächst. Euer 3D-Ray.